Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Kürzlich haben der Norm Agubi und ich ja ein E-Book herausgegeben, so zum Thema Vergleich der Darlehen, Vergleich von Darlehensvarianten. Haben da halt mal das Thema Tilgungsträgerfinanzierung und Annuitätendarlehen gegenübergestellt. Und unter den Lesern dieses E-Books haben sich verschiedene Fragen ergeben. Eine davon, da möchte ich mal drauf eingehen, von dem Raphael. Erstmal Raphael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und dann eine Frage zu stellen. Und die Frage lautete, was sind die Unterschiede von Festdarlehenfinanzierung zu Bausparkonstrukten? Von letzterem wird ja in der Regel abgeraten, was ich bisher gelesen habe. Ja, ist korrekt. Also ich rate öfters von Bausparkonstrukten ab. Aus meiner Sicht gibt es nur wenige Konstellationen, in denen das wirklich Sinn macht. Aber die gibt es manchmal auch, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was ist jetzt der Unterschied? Also grundsätzlich ist ja ein Bausparvertrag auch ein Tilgungsträger. Also ist das jetzt zu der Festzinsfinanzierung bzw. auch genannt Tilgungsträgerfinanzierung per Definition erstmal kein Unterschied. Also Annuitätendarlehen bedeutet ja, ich habe ein Darlehen und zahle das halt jedes Jahr mit Zins und Tilgung zurück. Auf das, was ich getilgt habe, werden keine Zinsen mehr erhoben. Die monatliche bzw. jährliche Rate bleibt aber gleich. Bedeutet, der in der gleichbleibenden Rate der Tilgungsanteil erhöht sich, der Zinsanteil sinkt. Klingt erstmal ganz super, ist es halt aber nicht, weil wenn ich gleichbleibende Mieteinnahmen habe, gleichbleibende Ausgaben für meine Kreditrate und ich aber immer weniger Zinsanteil darin habe, immer mehr Tilgung und ich nur die Zinsen steuerlich geltend machen kann, habe ich halt gleichbleibende Einnahmen, gleichbleibende Ausgaben und eine immer höhere Steuerbelastung und das ist halt nicht so geil. Lösen kann man, es sei denn, man will das Finanzamt subventionieren, aber das dürfte bei den meisten hier nicht die Zielsetzung sein. Geschickter lösen kann man das halt durch Einbindung eines Tilgungsträgers, sprich ich habe meinen Darlehensbetrag, zahle auf den geliehenen Betrag konstant Zinsen, die gesamte Laufzeit in meiner Rate habe, also konstant Kosten, die ich beim Finanzamt geltend machen kann. Und spare halt parallel Geld auf eigene Rechnung an, um damit irgendwann das Darlehen abzulösen. Aber hier steckt jetzt natürlich der Teufel ein bisschen im Detail und neben dem ganzen steuerlichen Aspekt muss ein Geschäft, das ist nur trivial, muss ein Geschäft auch irgendwie nicht nur steuerlich funktionieren, sondern auch im Basisgeschäft, also betriebswirtschaftlich. Und da kann es dann halt einfach so sein oder wird so sein, dass, also ihr leiht euch Geld, sagen wir mal für 2%, das ist im Moment ein marktüblicher Zinssatz. Und wenn es dann so ist, dass ihr diese 2% halt oder dieses Geld, welches euch jährlich 2% kostet, nicht zurückzahlt, sondern auf eigene Rechnung spart, dann würde es sich natürlich anbieten, dass der Sparvertrag, den ihr macht, einen höheren Ertrag generiert als das, was euch das Darlehen kostet. Und jetzt einen höheren Ertrag erzielen als die Darlehenskosten funktioniert eben nicht mit einem Bausparvertrag mit einem Guthabenszins von 0,1 oder 0,2. Das funktioniert auch nicht mit einer Kapitallebensversicherung, die halt euer Geld in Staatsanleihen packt, wo irgendwie der Ertrag bei 0,9% irgendwie liegt. Das ist immer noch weniger als 2, sondern das funktioniert halt aus meiner Sicht irgendwie nur, wenn dieser Sparplan irgendwo in aktienlastige Wertpapiere geht, wo halt irgendwie so ist, dass brutto die Wertentwicklung an den Börsen irgendwie immer so zwischen 7% und 10% im Jahr ist. Und das ist halt mehr als 2%, klar, da können noch ein paar Kosten abgehen und so weiter, aber dann sind halt irgendwie 6% sind immer noch mehr als 2. Also es ist schon wichtig, wenn ich jetzt mit einem Tilgungsträger arbeite, um mir den steuerlichen Vorteil zu sichern, dass ich trotzdem dann einen Tilgungsträger habe, der irgendwie betriebswirtschaftlich auch funktioniert. Das ist jetzt erstmal der eine Unterschied bei den Bausparkonstrukten. Die haben aus meiner Sicht eine andere Schwäche, die noch dazu kommt. Und das ist nicht irgendwie, was immer viele denken, das 1% Abschlussgebühr beim Bausparen. Das ist nicht kriegsentscheidend, sondern was dazu kommt. Bei der normalen, wenn ich jetzt einen Wertpapiersparplan zur Tilgung einsetze, der läuft halt so lange durch, bis das Geld da ist, bis ich die Finanzierung ablöse.
Beim Bausparen habe ich ja Bausparen, spare ich ja erst was an, dann kriege ich von der Bausparkasse meine Bausparsumme und zahle das Darlehen an die Bausparkasse zurück. Und wenn ich jetzt während der, sagen wir mal, 30 Jahre, die das Gesamtfinanzierung laufen soll, können ein paar mehr, können ein paar weniger sein. Aber wenn ich jetzt bei den 30 Jahren in der Hälfte, nachdem ich schon jedes Jahr den eben angesprochenen Zinsverlust erlitten habe, dann auf einmal umstelle und habe nicht mehr konstante Zinsen und Sparvertrag, der in dem Fall schlecht läuft, sondern ich kriege dann halt die komplette Bausparsumme, wenn mein Bausparvertrag zugeteilt wird, löst das Bankdarlehen abzahle an die Bausparkasse zurück. Dann habe ich halt den Vorteil, um den es mir mal ging, den steuerlichen, nicht mehr. Also ich habe erst einen Zinsverlust, dann habe ich den Steuervorteil nicht mehr, weil es dann in ein ganz normales Annuitätendarlehen umgestellt wird. Und je nach Tarif, ich meine, die Vertreter der Bausparkassen erzählen halt auch immer, aus meiner Sicht nicht zu Unrecht, dass Bausparfinanzierungen im Zinssatz sehr, sehr günstig sein können. Das will ich nicht mal in Abrede stellen. Aber bei den günstigsten Tarifen mit absoluten Topzinsen in der Darlehensphase habe ich dann halt auch eine Tilgung von 6 bis 8 Promille monatlich. Und da habe ich halt eine Tilgung, die ich mir erstmal von meiner Liquidität her irgendwie leisten können muss. Und mache mir dann halt meinen steuerlichen Vorteil nochmal völlig zunichte. Und das ist halt unterm Strich irgendwie nicht cool. So, Raphael, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage beantworten. Euch allen anderen vielen Dank fürs Zuschauen.